ca. 1000 Kilometer um die Schweiz mit an die 10.000 Höhenmeter. Ein wenig nervös wie immer, aber ich denke, das gehört dazu. Wie soll ich es beschreiben? Wie so ein kleines Kind vor Weihnachten. Du triffst Gleichgesinnte, eigentlich gleich Verrückte sozusagen. Hier ist deine Kiste. The city of Schaffhausen at the Rhine River in northern Switzerland. A busy crowd gathers on the parking lot of the local hockey arena. Several hundred road cyclists are getting ready for one of the toughest cycling races in the world, the Tour Tour. The race leads 1,000 kilometers around Switzerland. Swiss-German team for RAM 2019 is going to participate in that extraordinary challenge. So was in der Art habe ich noch nicht mitgemacht. Also 24-Stunden-Rennen ja, aber auch so, dass wir im Team die ganze Geschichte fahren und uns abwechseln, das habe ich bisher, nein, das erste Mal. Ich bin erstaunlich locker, nicht nervös, aber das kommt sicher noch und die Freude wird immer größer. Team 4M consists of two German and two Swiss hobby cyclists who are taking part in the Tour Tour to get in shape for a race across America in June 2019. Man kennt das ganze Umfeld nicht, man kennt die Strecken nicht. Das wird schon was anderes sein, wie wenn man zu Hause seine gewohnten Abschnitte fährt und Strecken fährt und auch da nur fährt, wenn man Lust und Laune hat. Die Vorfreude überwiegt eigentlich jetzt das, was da jetzt wahrscheinlich anstrengungstechnisch kommt. Before the prologue is going to start in the afternoon, the racers and the crews have lots of work to do. Six members of the support crew will join the Team 4M racers on the way through Switzerland. Ich bin schon seit Tagen nervös. Weil es ist schon eine Herausforderung auch als Betreuer, weil man darf nicht außer Acht lassen, der Schlafmangel, die unregelmäßigen Essenszeiten. Also es wird einfach zwei Tage völlig, kann man nicht kontrollieren, was kommt. An Vorbereitungsarbeiten haben wir jetzt die Autos noch beklebt mit den offiziellen Aufklebern, mit Sponsorenaufklebern, haben die Räder noch eingestellt, Schaltung nochmal eingestellt, alles überprüft einfach, dass es dann nachher reibungslos läuft. After the preparations are done, the four riders get onto their bikes. Leaving the parking lot, they head for the start area of the prologue. Meine Herausforderung wird sein, meine Etappen gut über die Bühne zu bringen, gutes Rennen zu liefern, unfallfrei, ohne Hungerast. Perfect conditions, lots of sunshine and a beautiful setting directly in front of the Rhine waterfalls of Schaffhausen. That's where the prologue of the Tour Tour 2018 takes place. 2, 1, 0, all engine running. Nicht nur ein Subtech-Team ist jetzt gerade gestartet, sondern auch noch ein Team 4 Race Across America 2019. It's short but tough. A distance of only about 1 kilometer with a steep climb makes the prologue the first real challenge for the riders. The results of the prologue are used to create the starting order for the race. Whoever finishes first will be able to go first at the real start of the Tour Tour too. After a few hours of sleep, Team 4M meets again in the darkness in front of the hockey arena. The race starts now, at 3 a.m. in the middle of the night. Ich bin froh, wenn ich endlich aufs Rad sitzen kann. Wir sind heiß, wir wollen raus jetzt auf die Strecke, ja, definitiv. 3, 2, 1 und tschüss zusammen! For the first 49.8 kilometers, all four athletes of Team 4M ride together, like in a team time trial. All the other stages, except for one short passage in the middle of the race and the grand final, only one rider at a time, will be on his bike. At the first time station, the support crew already set up everything to supply the racers. Von unserem Team jetzt, der Fahrer, der Tobias, der braucht jetzt ein Regenerationsgetränk und das bekommt er jetzt von mir gerichtet. Kohlenhydrate, Eiweiß. Hat keine Müdigkeit? Noch nicht. Wir schauen mal, wir sprechen uns in 12 Stunden nochmal, wie es dann aussieht. While Thomas Göpfer takes on the next stage without a break, the other three can take a little rest. Tipptopp, wir haben gut einander abgelöst vorne. Der Tom war immer zu hinterst, weil er jetzt weiterfahren musste. Ja. Ging absolut perfekt eingespielt. Wir haben ein Team eingeholt.
Keine Ahnung, welches das war, aber ja, wir sind stolz, wir haben ein Team eingeholt. Meanwhile, Thomas rides through the dawn on the southern shore of the Bodensee. Patrick Eichenberger takes over from Thomas. The time of arrival is written down at the time station. Daniel Göpfert, Thomas' son, takes care of his bike. 600 Meter einmal frei. Geht optimal. Ich habe euch super verstanden. Ich weiß natürlich, wie ich ihn einerseits motivieren kann, andererseits, wie ich ihn entlasten kann, auf was er Wert legt, wie er natürlich seine Getränke gemischt haben will, was er zu essen haben will. Da kenne ich mich dann natürlich bei ihm besonders gut aus. Ich fühle mich bei ihm total sicher und auch aufgehoben. Und auch selbst hinten, wenn das Pace Car bei Nacht fährt, also total entspannt. Our experienced Tattoo veteran Patrick Eichenberger also has some family support joining him during the race. On his stage to the next time station in Chur, his wife and Team 4M crew member Chantal follows him in the pace car. Chantal supplies her personal favorite bike rider with drinks and lots of motivation. Ich glaube, er ist ganz gut unterwegs. Er holt ständig auf. Es hat schon einige, ein, zwei überholt und ich denke, es läuft ganz gut. Es ist schön, dass meine Frau dabei ist, dass du hast da immer jemand dabei, wo du dich im Prinzip noch anlehnen kannst. Und die Crew ist sehr wichtig, weil ich war auch schon auf der anderen Seite und das ist kein leichter Job. Also ich sage mal, das Radfahren ist manchmal einfacher als zu begleiten und zu unterstützen. Behind the wheel sits team doctor and driver Tilman Markert. He is steering the pace car during Patrick's stage. Sitting beside him, our all-rounder Benjamin Müller. He's our chief mechanic, navigator and the radio voice in the earplugs of the riders. Also ohne Team wissen wir jetzt unter anderem nicht unbedingt, wo wir hinfahren müssen. Ohne Team hätten wir keine Versorgung. Ohne Team hätten wir keinen Kameramann, der uns aufnimmt und filmt. Von dem her sind die nicht minder wichtig wie wir als Fahrer, auf keinen Fall. Patrick Eichenberger reaches the next time station safe and fast. The crew members take the transponder from his bike and put it in the bottle holder of the next rider. There goes Tobias Beiler and Patrick can take a nap. Ich habe wieder eine Erfahrung gemacht, viel zu schnell am Anfang rein und dann in den letzten 10 Kilometern ist ein bisschen Saft ausgegangen. Aber jetzt kann ich mich wieder erholen und in einigen Stunden geht's weiter und dann bin ich wieder topfit. The race reaches the next level, the high mountains of the Alps. The first ascent goes up to the ski resort of Lenzerheide. 14.3 kilometers uphill with an elevation gain of 881 meters. Just the first taste of the next mountain challenges. During the next hours, Team 4M climbs the mountain passes of Albula, Fluela, Oberalp and Gotthard. Der Anstieg ist schon sehr knackig. Ja, also ich denke, die Oberschenkel werden schon brennen beim Tobias. Aber er kämpft und er bezwingt den Berg, hat er auch viel trainiert und genießt dann die Abfahrt. Das ist seine Belohnung für die Bergfahrt. Mit meinen Teamkollegen möchte ich jetzt nicht unbedingt tauschen, die da jetzt die Pässe hoch und runter fahren müssen. Aber im Großen und Ganzen, jetzt wo die Nacht dazu kommt, also wird es schon ein Ritt auf der Rasierklinge werden. Mario Müller is ready for a very special night ride. The other riders already finished their mountain passes. On stage 9, Mario takes on the highest point of the whole race, the Nufenen Pass. Es ist der zweithöchste Pass in der Schweiz, den wir haben. Es ist für mich der Knackpunkt, war es vor 6 Jahren schon, als ich alleine unterwegs war. Da wusste ich oder sah ich wenigstens ein wenig Licht am Horizont, dass ich das Ziel vielleicht erreichen werde. Und ich habe es dann erreicht und auch dieses Mal werden wir es erreichen, aber es ist ein Knackpunkt. Es geht 23 Kilometer hoch und wird nicht ganz warm sein oben. Oberalp passt dann, Gotthard passt dann. Reason enough for Tobias Beiler to be happy. Yes! Hallo, hört mir. Bam! Ciao, Mario, danke. There he goes, our Super Mario. 1,339 meters of elevation gain, a maximum gradient of 10%. The riders are cycling up to 2,478 meters above sea level. The Nufenen Pass marks the border between the Swiss counties of Tessin and Wallis. Alles gut, fühle mich gut, aber ich merke jetzt die Müdigkeit. Ich bin müde, aber wir ziehen es durch. Immer schön im Rhythmus bleiben,
We can feel the rhythm. Yeah. Hola, baby. With the right rhythm and lots of adrenaline through the night. In the morning of the second Tortur day, the Alps are far behind Team Foram. Some flat stages follow. Heute Morgen zum Beispiel war eine Strecke, die war relativ flach, war schön zu fahren, lag mir relativ gut. Mittag kam dann das krasse Gegenstück, wellig wie die Seuche, Prozente ohne Ende. Also ich habe zu tun gehabt, die gleiche Kilometeranzahl irgendwo über die Bühne zu bringen. Stage 15 is a real challenge for the riders. On the route from Baalstal to Laufenburg, Thomas Göpfert has to survive 55 real hard kilometers. A steady up and down. For several times, the ascents are steeper than 20%. Most passes in the Alps might be much longer than the hills of the Swiss Jura region, but usually they are also steadier, maybe even easier with constant gradient percentages. Thomas earns his new nickname Mr. 20%. In the evening, the whole team meets in Ecclesau, full of anticipation and pride. It becomes clear, Team Foram will finish the Tortur 2018. Together, all four riders start the final stage. Only 45 kilometers left to ride to Schaffhausen. But even with the relaxed mood, the riders accelerate for one last time. Full speed to the finish line. Crossing the finish line after 41 hours, 11 minutes and 48 seconds. Team Foram stays clearly within the time limit of 48 hours for the 1000 kilometers. Now they are ready to take on the race across America. Ich habe das wirklich so erwartet, dass das so klappt, wie es gelaufen ist. Ich hatte mal zwischendurch ein bisschen Angst, dass es nicht reichen wird. Und jetzt sind wir ins Ziel gekommen und wir hatten das eigentlich sehr gut, hat es gereicht von der Zeit her. Mit dem Team war das ein Top-Zusammenhalt, ein Top-Zusammenarbeit. Der Großteil des Teams hat sowas noch nie gemacht und die haben alle so einen mega, mega Job hingezaubert. Es war super, Glückshormone, Zufriedenheit erfüllt, Aufgabe erledigt, guten Job gemacht, aber müde. Müde halt nichts geschlafen, aber ja, sonst gut.